Hey, Martin, was machst du da eigentlich? Kannst du erraten, was ich bin? Ein Hacker? Falsch. Ich bin ein ITler, dem die Heizung ausgefallen ist. Anstatt blöder Witze könntest du mal was Sinnvolles machen. Wie zum Beispiel die Studenten der Hochschule Mittweida. Da gab es nämlich einen Hackathon. Das ist ein 48-Stunden-Marathon-Wettbewerb zum Thema Assistenzsysteme. Da hatten die Studenten 48 Stunden Zeit, ihre Ideen auszuarbeiten. Das solltest du dir mal anschauen. Der Hackathon ist dazu da, Ideen gemeinsam mit den Studenten zu entwickeln zu einem Thema, was wir vorgegeben haben. Die Studenten sollen aber selbstständig Prototypen, Mockups erarbeiten und diese dann am Samstag auch präsentieren für einer Jury. Ich belege das Modul Gründungsmanagement und ja, wurde da darauf hingewiesen auf den Hackathon und fand es eigentlich ganz cool, auch mit jungen Leuten aus dem Studium zusammenzuarbeiten und auch mal Input von den anderen Seiten zu bekommen. Also unsere App versucht, das Dilemma zu lösen, wenn Freunde sich treffen und nicht wissen, was sie machen wollen. Und die App soll einfach halt sagen, zufälligerweise eine Veranstaltung vorschlagen oder was sie essen sollen oder sowas. Also unsere Idee war die Schnittstelle der Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern zu füllen oder zu lösen eben. Jetzt versuchen wir das Ganze in eine App umzusetzen oder mit Hilfe einer App umzusetzen. Und ja, mit das Sahnehäubchen oben drauf wäre dann noch Thema Sicherheit, dass die Eltern, ohne dass die Schüler was machen müssen, dass die Eltern wissen, ist mein Kind in der Schule angekommen oder nicht. Wir erhoffen uns natürlich hier auch mit zukünftigen potenziellen Mitarbeitern in Kontakt zu kommen, die neue Ideen auch in die NVIM tragen, von denen wir natürlich auch ein bisschen profitieren können. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder innerhalb unserer Kooperation den Hackathon unterstützen und versuchen auch da wieder genau neue Leute kennenzulernen, Studenten kennenzulernen, Startups kennenzulernen. Ich, mein Lieber, habe ja schon eine viel bessere Idee als die. Ja, dann werde ich dich für nächstes Jahr mal anmelden. Ach so, da, nee. Da habe ich schon was vor. Nee.